Richtig große Monsterwellen sind etwas sehr Seltenes und die wenigsten Leute werden solch eine Riesenwasserwand jemals zu sehen bekommen. Und ich spreche nicht von den großen Surfwellen an der französischen Westküste. Ich meine diese Art von Wellen, die einem nur auf hoher See begegnen. Sie sind genauso hoch wie breit und bahnen sich unaufhaltsam ihren Weg durch den Ozean. Für gewöhnlich befinden sich glücklicherweise keine Menschen in der Nähe, wenn diese Monsterwellen auftauchen. Aber es gibt Ausnahmen und einige wenige haben es sogar geschafft, solche Giganten auf Bewegtbild festzuhalten. Hier sind 10 solcher Wellen, die auf Kamera festgehalten wurden. Die Nordsee ist bekannt für ihre großen und starken Wellen. Doch erst wenn du sie auf Video siehst, bekommst du ein Gefühl dafür, wie stark sie wirklich sein können. Solch ein Seegang den meisten Menschen ein Schaudern über den Rücken laufen lässt, lässt das Lachen des Seemanns darauf schließen, dass er solche Wellen schon öfters begegnet ist. Trotzdem, man sollte nicht vergessen, dass diese Wellen aus der Ich-Perspektive viel kleiner wirken, als sie tatsächlich sind. Im nächsten Video sehen wir eine Welle, die aus der Third-Person-Perspektive aufgenommen wude. Man könnte denken, dass das Schiff gleich zum U-Boot wird. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es sich für die Besatzung an Bord angefühlt haben muss. Es zeigt jedoch, wie gut und stabil die Boote heutzutage sein müssen, um solche enormen Kräften strotzen zu können. Doch nicht nur Boote müssen aufgrund hoher Wellen extrem stabil konzipiert sein. Auch Bohrinseln müssen mit einer stürmischen See klarkommen können. Vor allem die nördlich gelegenen Bohrinseln sind mit solchen Wellen häufiger konfrontiert. Unsere nächste Wellenart ist hingegen glücklicherweise eher selten. Im März 2011 ereignete sich vor der Küste Japans ein Erdbeben. Die Tsunami-Welle, die infolge des Bebens auf die Küste Japans traf, verwüstete ganze Landstriche und kostete 22.000 Menschen das Leben. Es gab sehr viele Menschen, die dieses Unglück dokumentierten, doch ein Video ist besonders spektakulär. Es stammt von einem Schiff der japanischen Küstenwache und zeigt, wie sich die Tsunami-Welle nach dem Erdbeben in der Ferne bildet und auf das Schiff in Richtung Japan zurollt. Zahlreiche Menschen, die bei dem Erdbeben und Tsunami ihr Leben verloren, lösten die Wellen noch eine Reihe von nuklearen Unfällen aus. Unter anderem wurde das Kernkraftwerk von Fukushima von einer 14 Meter hohen Welle getroffen, was die Reaktoren des Kernkraftwerkes zerstörte. Der Rest ist Geschichte. Die meisten Schiffe werden wie in unserem nächsten Video auf hoher See von Monsterwellen überrascht. Die Freakwave, mit der dieser Stahlkoloss zu kämpfen hat, ist über 30 Meter hoch. Ein wirklich beeindruckendes Video.
Aber denk mal an die Menschen, die vor einigen Jahrhunderten in ihren Holzbooten die Weltmeere überqueren mussten. Solche Wellen gab es damals natürlich auch schon, aber die Ausrüstung war natürlich eine ganz andere. Hatte ich schon erwähnt, dass die Nordsee sehr rau sein kann? Nun, das nächste Video ist ein weiterer Beweis dafür. Ein tapferer Seemann hat es im Februar 2020 aufgenommen und online gestellt. Man kann nur erahnen, wie er sich gefühlt haben muss, als er das laute Scheppern achtern gehört hat. Jedenfalls sichtet er schnell das Heck, um sicherzugehen, dass noch alles da ist. Die Urlauber im nächsten Video werden dieses Gefühl wohl gut nachvollziehen können. Und dabei sollte eine Kreuzfahrt doch vor allem entspannen. Entspannt sieht die Crew auf der Brücke jedoch nicht aus, als sie hinaus auf die raue See blickt. Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen. Leider bricht das Video direkt nach dem Aufprall ab. Die Crew hatte dann wohl erst einmal wichtigere Dinge zu tun, als zu filmen. Die Aurora Australis ist ein 95 Meter langer Eisbrecher der Eisklasse 1A und damit in der Lage, Eis mit einer Dicke von 1,23 Meter zu durchfahren. Auf einer Reise von Australien in die Antarktis entstand dieses Videomaterial, das zeigt, wie eine über 13 Meter hohe Welle auf das Schiff prallt. Zum Glück wurde das Schiff aufgrund der massiven Bauweise nicht schwer beschädigt. Das nächste Video stammt von einem Crewmitglied eines kleinen Schüttgutfrachters vor der Küste Westafrikas. Der dunkle Himmel lässt schon erahnen, dass die nächsten Stunden sehr stürmisch werden könnten. Als der Kameramann durch den Zoom seiner Kamera diese Riesenwelle entblickt, wird ihm klar, was auf ihn und seine Crew zukommen wird. Aber es bleibt nichts zu tun, außer die Ruhe zu bewahren und weiterzumachen. Als die Welle das Schiff erreicht, prallt sie mit voller Kraft auf den Bug des Schiffes. Nichera себе. Давай. Ein wirklich beängstigender Anblick. Aber auf hoher See kann dir von einer kleinen Schenkelwelle bis hin zu einem Hurricane und Monsterwellen einfach alles begegnen. Sie können unglaublich groß werden und genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, du steigst nach diesem Video auch weiterhin noch auf Schiffe. Ciao und bis zum nächsten Video.